Hallihallo, meine Freunde, und schön, dass ihr wieder am Start seid. Heute werden wir mal Gefahrgut transportieren. Wir befinden uns in Österreich in der Version 1.44 vom Eurotruck-Simulator und ich dachte mir, naja, wir könnten heute mal eine schöne, gemütliche Tour hier machen. Aber was ich von euch noch mal wissen möchte, wo sollten wir als nächstes vielleicht mal langfahren? Österreich vielleicht mal sein lassen? Schreibt es mal in die Kommentare, aber nicht vergessen, könnt ihr durchaus mal ein Däumchen da lassen. Ja, wir werden heute ein bisschen Gefahrgut transportieren. Wir sind gerade in Innsbruck und möchten bis nach Salzburg fahren. Ich habe die Strecke umgelegt, dass wir die Hälfte von Autobahn und die Hälfte Landstraße fahren. Ich denke, das ist ein guter Kompromiss. Und jetzt werden wir mit einem MAN unterwegs sein. Ja, den TGX, ja, 18520. Ich dachte, ich werde mal nicht ganz so viel PS nehmen und werden ein wenig, ja, Benzin fahren. Mhm. Machen wir. So. Der LKW ist schon an. Lass uns einfach mal eine Runde drehen. Das ist eigentlich der LKW von Glover in der 1.43. Funktioniert aber ohne Probleme. Und dann dachte ich mir, lass uns einfach mal ein bisschen Abwechslung hier auf den Kanal bringen. Abwechslung an Fahrzeugen, und das passt ja ganz gut. Oh, hier drüben ist ja schon ordentlich Stau hier. Und dann fahren wir mal ein bisschen vorsichtig. Über 400 Kilometer müssen wir jetzt fahren. Und falls der Maximus heute wirklich noch einen Livestream macht, das wäre dann eher so ein bisschen spontan. Samstag wollte ich jetzt eigentlich ein bisschen, naja, entspannen. Mal schauen. Kann ja mal sein, dass da doch irgendwas Spontanes kommt. Ich habe so viele Spiele eigentlich so im Hinterkopf, die ich gerne mal auch als Livestream bringen möchte. Zum einen wäre es der Flight Simulator, den möchte ich gerne mal wieder bringen. Dann würde ich auch mal das Polizeispiel mal zeigen. Vielleicht auch mal eine Forza-Folge. Ah, es gibt einfach eine ganze Menge, die ich gerne zeigen möchte, aber irgendwie nie richtig dazu komme. Naja, was soll's. So ist es halt, ne? Da hilft kein Sabbeln und kein Schnauben. Naja. Schauen wir mal. Aber ich habe so, wenn man so mal in 2 Tagen wieder weg vom Rechner war, also auf Arbeit muss ich natürlich trotzdem hier sitzen, ne? Hier, ich habe schon schön die Schilder, ne? Salzburg. Juhu, da müssen wir hin, ne? Salzburg, ja. Dann geht da noch einiges. Wir machen mal 80. Weiß gar nicht, habe ich. Ja, den Bremsassistenten habe ich jetzt hier drin. Fahren die jetzt ab oder fahren die jetzt nicht ab? Das ist ganz cool. Wir fahren jetzt ganz gemütlich 50. Also den Break habe ich ja rausgemacht. Das habe ich jetzt noch drin. Ich denke, das passt ganz gut. Und dann kann ich auch ohne Probleme einfach mal so fahren. Ja. Oh, ich muss Fahrzeug überprüfen, oder was? Ja, das habe ich ja noch nie, gar nicht gehabt jetzt hier. Dann muss ich mal Fahrzeug überprüfen. Wo muss ich jetzt hier hin? Muss ich jetzt hier rauffahren? Jetzt hier irgendwas machen? Oder kann ich jetzt hier weiterfahren? Ich habe ja hier diesen komischen Mod drin, ne? Vielen Dank für die Kooperation. Oh! Na, aber selbstverständlich! Und wenn es heute mal ein bisschen länger dauert, dann dauert heute mal die Folge ein wenig länger. Ist aber auch nicht schlimm. Das machen wir ja gerne. Also ich habe noch ein paar Simulationsspiele so in der Hinterhand, würde ich jetzt mal sagen, die ich jetzt eigentlich mal wieder gerne bringen möchte. Aber ihr könnt auch gerne in den Kommentaren mal reinschreiben, was sollte der Maximus vielleicht mal wieder, ja, zeigen. Was ich vielleicht lange nicht mehr. SnowRunner wäre natürlich auch mal wieder eine Option. Vielleicht als Livestream. Ah, zeitlich ist es wirklich... Puh. Ja, und jetzt... Wenn ihr mal rausguckt, ich weiß gar nicht, ich nehme das jetzt hier auf dem Freitag auf, das Video. Wenn ihr dann rausguckt, dann muss man auch wirklich sagen, das Wetter wird ja von Tag zu Tag immer besser. Und da möchte man ja eigentlich... Naja... Ach, guck mal, das passt ja heute. Guck mal, ich muss sowieso abfahren. Ja, ich muss sowieso abfahren, ne, Süße. Das passt doch. Ja... Was haben wir denn? Ja, 350 Kilometer. Ja, auf dem Samstag kann man schon mal eine längere Tour machen.
Wenn ich es schaffe, werde ich auch morgen, also dann wird morgen nochmal die letzte Folge von City Skyline kommen. Da will ich mal die ganzen Katastrophen mal freien Lauf lassen. Mal ausprobieren, wie das ist. Mal gucken, ob es klappt. Vielleicht würde nur 10 Minuten. Ich werde vorher noch ein paar Einsatz Rettungseinsätze da hinstellen. Also dass da halt ein bisschen abgesichert alles ist, dass die Feuerwehr fährt und dann lassen wir mal Wirbelwind und Meteoritenhagel runterfallen, ne, auf meine gebaute Stadt. Würde ich so gerne weitermachen, aber die Zeit ja, ist halt immer so ein bisschen begrenzt. Das ist eigentlich, ich denke mal, auch so ein Spiel, was definitiv für einen Livestream gut wäre, oder? Aber, tja, der Tag hat nur 24 Stunden. Und ich muss auch manchmal sagen, mal so ein, zwei Tage ohne Livestream, macht man ganz gut. Auch für euch, ne? So, wir sind jetzt hier. Oh, sieht das schön aus hier, wenn wir hier so lang cruisen. Ah, oh, feini. Entdeckt man immer wieder was Neues, ne? Da sind ja, meine ganzen alten Profile sind ja viele nicht mehr nutzbar. Deswegen habe ich jetzt drei Profile und auf zwei fahre ich. Eins nämlich für Multiplayer. Anderes jetzt für hier. Da sieht das schön aus. Wirkt richtig schön. Also Österreich gut gemacht. So, wir gucken mal. 70 können wir fahren. Wenn wir mal 70 haben, mal sehen, ob der LKW das hinkriegt. Wir haben jetzt oh, Kerosin. Oh Gott. Oh, ich bin in die Polizei reingefahren. Kerosin fahren wir. Also müsste ich ja irgendwann 26 Tonnen. Ist das auf jeden Fall ordentlich. Na, ah, hallo, hallo, hallo. Maximus, was da will schon. Was da wieder los, ey. Ach, es ist so schön, dass es mir wieder gut geht, ey. Es ist so herrlich. Naja. Und ich habe jetzt gar nicht so die letzten Tage so überlegt, wann kommt jetzt endlich oder wann ist die Beta hier vorbei. Weil mir persönlich stört es jetzt nicht so unbedingt, dass wir jetzt noch in der Beta sind, weil wir können ja trotzdem viele Sachen ja, per ihr, ne? Das haben wir trotzdem reingefahren. Naja, Trottel. Schneller fahren jetzt hier. Ich fahre jetzt einfach mal mit Tempomat. Wir haben ja hier diesen Abstandsregelassistenten. Der regelt das schon irgendwie. Ja, dass wir nirgendwo irgendwo auffahren. Bisschen weniger reden, mehr auf die Straße konzentrieren, nicht immer rein- und ausschalten. Wäre vielleicht angebracht, aber naja, ihr kennt das ja. Jetzt Polizei macht nur Stiefel 60. Naja, passt. Hier ist ordentlich Polizei unterwegs. Weiß gar nicht, habe ich das. Wie ist denn das jetzt eigentlich, wenn ich jetzt hier was einstelle an Traffic etc., sind es denn, ist es denn bei allen Traffic so? Also auf allen Profilen oder ist es für jedes Profil denn unabhängig? Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel auf Profil 1, naja, sag ich mal, Traffic 8 mache und bei den anderen Traffic 1, bei den anderen Profil, ob es dann überschreibt oder so. Willkommen in Österreich. Es ist, so lange waren wir schon nicht mehr in Österreich, ne? So, hier haben wir gesagt, machen wir unseren Ausflug und man merkt auch immer wieder, hier hat man definitiv immer mal kleine Gemeinde, wo man mal durchfährt, wo man mit denen die Seele baumeln lässt. Sieht schon echt schön aus. Hier waren wir schon mal, aber ich glaube, da waren wir auch auf einem anderen Profil. Ja, ist ja jetzt mein Promotes-Profil, wo ich eigentlich unterwegs bin. Ah, schön. Und Sprit sind wir sowieso schon lange nicht mehr gefahren. Das muss doch mal wieder sein. Vorne los. War dann ziemlich entspannt, ne? Ja, was macht ihr denn jetzt eigentlich am Wochenende? Also bei mir ist es eher so, oh ja, spontan. Vielleicht passiert ja was, vielleicht macht man
nichts. Vielleicht. Ja, guckt man einfach die Kühe zu oder geht eine Runde spazieren. Guckt mal drauf an, wie das Wetter auch alles ist. Und ich hoffe, dass ich diesen Samstag einfach mal genutzt habe und vielleicht bis um 8 oder 9 mal ein bisschen durchgeschlafen habe. Also, ich weiß ja, ich nehme es ja hier am Donnerstag auf das Video. Kann ja durchaus möglich sein, dass ich ja, am Freitag den Livestream gleich ins Bett gegangen bin. Ist es ja schon so hell, dass man dann halt ein bisschen früher auch wieder aufsteht. Aber eigentlich möchte ich mal ein bisschen Chili Vanilli machen. Ganz entspannt im Bett liegen. Aber ich finde das schön, hier durch die Städte durchfahren. Und überlegt euch das mal, wenn Deutschland so überarbeitet wäre. Ja, weil hier hat man jetzt dieses typische bergige Gelände. Ja, und wenn man jetzt mal sagt, man, Deutschland hat ja so viele Facetten, ob es nun das Ruhrgebiet ist mit den ganzen Fabriken oder ja, die Lausitz, ja, wo ich herkomme, ja, oder auch unten in den Schwarzwald, im Bayerischen Wald und den Harz oder oben an der Küste, das sind so viele Facetten, die Deutschland abbildet, was aber, wenn man das hier so sieht, hat man ja einen Bereich in groben Zügen jetzt, dieses bergige Berg und Tal, aber Deutschland, das wäre schon irgendwie brachial, oder? Oben in Niedersachsen, die flachen Wiesen oder die Lüneburger Heide, wenn man da lang fährt mit den Hügelchen, den ganzen Steppengras da und also, oh, das ist schon. Also, Deutschland hat wirklich schöne Gegenden, also kann man durchaus sagen. Das wird man sich aber immer nicht so bewusst, ja. Guck mal, wenn ich jetzt hier sage, in Spreewald, das kommen so viele Leute, die hier in den Spreewald wollen, wenn man hier selber dann wohnt, ja, dann sieht man das gar nicht mehr. Muss sich eigentlich viel mehr so die Zeit nehmen und sich mal einfach hinsetzen. Sich denn ja, die Ruhe gönnen. Ja. Aber wer macht das schon? Wer macht denn das schon mal mehr, ne? Viele Leute. Da zähle ich definitiv auch dazu. Weil man sich das hier merken. Ach. Schön. Ich bin immer wieder ein bisschen fasziniert. Wie so ein kleines Kind. Dann fährt man hier mit seinem LKW. Der Rundumleuchter an, ich weiß, die macht man nicht an, aber ich hab sie jetzt an. Ich habe auch versucht, dieses Mal, und da könnt ihr mal reinschreiben, ich habe versucht, den LKW, ihr seht es, heute auch so ein bisschen einfach zu halten. Also Plastik, naja gut, die Türgriffe hätte ich vielleicht nur noch Plastik, keine Seitenverkleidung. Und ja, hier vorne Kunststoff. Irgendwie hatte ich Lust, das mal so zu fahren. Weiß ich nicht. Hatte ich einfach. Ah, schleunigt wieder. Ach, guck mal, Lotte. Habt ihr gesehen? Oben sind die Kühe und Schafe. Ach, jetzt ist ja so viel Tier hier. Gibt's noch was hier? Hase und Igel? Ja, ein Emu, wa? Oh, hier war doch irgendwo das Schiff hier drin, ne? Irgendwo war doch ein Boot drin. So ein Bach. Ah, es geht jetzt hier runter, auf die andere Seite geht's lang. Aha, aha. Es ist schon cool, wenn man jetzt hier lang runter boost. Langsamer. Jetzt wieder ein bisschen bergauf. Oh, fein. Eieieiei. Oh, geht er hinter uns.
lassen wir es erstmal. Der hat auf jeden Fall ordentlich zu tun hier. Mal schauen hier, nicht so schnell fahren. Weil ich natürlich hier, ich hätte vorher ein bisschen die Geschwindigkeit runternehmen sollen. Aber nee, dann juchtel ich hier so lang. Vor mir die, hinter mir die Polizei. Na, das war mir klar. So, ich habe mal wieder reingemacht. Mal sehen, vielleicht holt sie mich ja. Da habe ich ein bisschen Ruhe. Wir haben insgesamt noch 180 Kilometer. Sind eigentlich, muss ich sagen, doch noch sehr gut hier durchgekommen. Diese Mercantil-Szenerie. Szenerie. Ja, ja, wir waren 70 Mann. Ach, guck mal hier, die Kuh. Ja, die liegt immer noch da. Ja, die fühlt sich definitiv wohl. Kannst du sagen, was du willst. Jetzt geht's erstmal Richtung Salzburg. Und bin gespannt, wo ich das abgebe. Der Kunde wartet natürlich, ja, die warten immer, wenn wir hier langfahren über die Berge mit den 7 Bergen. Ich glaube, ich hatte abgeholt. Ich hatte noch diesen Company-Mod drin. Nicht an der Tankstelle, sondern bei Daxa, glaube ich. Genau. Und wenn es dann irgendwann mal auch so kommt, dass STS vielleicht mal so einen richtig schönen eigenen Tankerauflieger oder vielleicht. Vielleicht sogar, wenn Feldbinder mit am Start ist, dass wir da eigene Tankerauflieger bekommen von Feldbinder. Also nur die ganz normalen Silo, sondern so ein oder anderen. Warten wir einfach mal ab. Also ich würde mich definitiv freuen, wenn wir eigene Tanker dann besorgen können. Also von der Bildnahme. Aber da müssen wir noch ein bisschen warten. Ich denke auch, dass wir nicht mehr allzu weit haben bis zu unserer Autobahn. Dann können wir ja mal gucken, ob wir vielleicht sogar auf 85 kommen mit dem Truck hier. Wohl 520 PS, also hat unser Chef schon einen LKW gegeben, ne? Kann ich auch sagen. Ja, nicht so, dass wir hier so eine Schwachbrust haben, ja. Und Spiegel hier vorne rein. Und immer noch die Polizei vor uns. Aber dass du 70 km/h mit einem LKW auf der Landstraße fahren kannst, ist schon angenehm. Sehr angenehm. So. Zur Firma müssen wir auch mal fahren, dass wir die Strecke abgefahren haben. Aber ich glaube, sogar Schwertransport. So, wenn ich die ganze Maschine hier angucke, definitiv. Da ist Schwertransport. Ja. Ich denke, ich gehe davon aus, dass man da vielleicht auch. Ich habe noch gar nicht geguckt, bezüglich hier so ein Schwertransport zu machen oder. Wie das hier heißt, ne? So, also wir müssen hier umfahren. So, dann, okay. Danke, danke, danke. Der ist halt ein Kollege, ne? Herrlich. 26 Tonnen, das ist auf definitiv schon. Das ist schon mal was. Wie geht der Blinker? Ja, geht alles. Und keine besonderen Vorkommnisse. Doch, ich hatte doch einen Unfall gebaut, oder? Okay. Eh, war nichts, oder? Na gut, ich vergesse ja auch so schnell. So, wir müssen jetzt mal ein bisschen aufpassen. Wir, Salzburg müssten wir eigentlich gerade rausfahren, ne? Ja, Salzburg müssen wir geradeaus. Hier fahren wir nach Graz. Salzburg. Hier ist einfach verboten. Na, ich bin auf jeden Fall richtig. Das ist ja, wenn man hier die X weg hat, muss man ein bisschen mehr aufpassen. Und wenn ich weiß, dass ich nach Salzburg muss, dann muss ich definitiv auch vorher mal einfach auf die Schilder gucken. Das hätte ich so viele Jahre schon vorher machen können. Ne? Aber ich vergesse es auch immer wieder. Einfach so stumpf gefahren.
So, wir sind wieder auf der Autobahn. Wir haben jetzt noch 113 Kilometer. Ich habe jetzt mal auf 85 gestellt. Mal sehen, wie der LKW sich verhält. Wir fahren mal gleich hier rüber. Kommt ja nichts. Rüber. Ach, läuft. Itzekatze ist auch ganz glücklich und zufrieden. Ja, Edeltraut kann man in den LKW leider nicht einbauen. Aber ich denke, es gibt Schlimmeres, ne? Ja, denke ich schon. Und morgen gibt es dann wieder einen Livestream und dann müssen wir auch mal überlegen. Könnt ihr auch selber mal reinschreiben, ob ich einfach mal auf dem Samstag, auf dem Mittwoch meine Singleplayer, also nur für mich meine Runde Euro Truck Simulator bringe. Vielleicht hat man es auch oder werden wir das irgendwann mal auch als Umfrage reinmachen. Einfach mal nur eine entspannte Runde für mich drehe. Wir dann ja und so ein bisschen unterhalten. Weil sonst wird das vielleicht auch manchmal ein bisschen zu viel, ne? Des Guten. Dass wir immer diesen Konvoi da machen. Weil wir haben ja jetzt nicht die Alternative zwischen SCS und Truck SMP, ne? Das ist natürlich jetzt, ja, das ist dann dreimal Konvoi und das ist vielleicht doch ein bisschen too much. Hm. Schreibt es mal rein, was ihr davon haltet. Vielleicht nächsten Mittwoch hier ganz normal einen Singleplayer-Konvoi machen. Oder vielleicht werden wir da auch nochmal eine Umfrage irgendwie reinhauen. Müssen wir mal schauen. Gucken wir mal. So, aber jetzt haben wir noch die letzten Kilometer. Hier vorne sehen wir schon in Salzburg. Ich weiß jetzt nicht, ob Salzburg jetzt zwei Abfahrten hat, aber nee, wir müssen jetzt hier vorne gleich ab. Naja. Und natürlich was von LKW, ne? Wäre natürlich auch wichtig, wenn ich dann Singleplayer für mich dann fahre, was von Truck ich dann fahren soll. Vielleicht gibt es ja irgendwas Spannendes. So, wir haben jetzt unseren KI-Truck hier vor uns. Wir heften uns einfach, saugen uns einfach ran an dem Bengel. Dann sehen wir ja, was passiert, ne? 80 dürfen wir fahren. Insgesamt noch 39 Kilometer. Ah ja, das geht. Wir fahren schon mal hier rüber. Nee, hier geht's doch gar nicht rüber. Erst drüben geht's ein Stück rüber. Weil schon wieder ein bisschen zu übermüdet. Hier geht schon wieder der Tempomat raus. Warum der in manchen Teilabschnitten bei mir rausgeht? Oh. Gut, wenn hätte jetzt bei dir ein bisschen Platz machen können. Da wäre eh rüber. So, was sehen wir? Salzburg Nord. Okay, dann werden wir Salzburg Nord abfahren. Schönen Teilabschnitt hier abgefahren. Wieder neue Gegenden gesehen. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen gefallen. Wir sind ja nun mal gleich da. Und ich glaube nicht, dass wir jetzt noch irgendwo einen Unfall bauen. Nein, sowas baut der Maximus. Also, was macht denn? Na, das kann doch nicht wahr sein. Lassen wir ihn jetzt mal. Das sind der Kameraden. Lassen wir den Schnürschuh hier mal vorfahren, ne? Der einfach so an.
Huch, eine rote Ampel. Ich habe gar nicht gesehen. Und ich frage mich, warum der anhält. Ach, der habe ich gar nicht gesehen. Huch. Nanuchen. Das wäre ja noch nie passiert. Typischer Spruch bei einer Frau, ne? Das ist mir noch nie passiert. Naja. Passiert manchmal, ne? So. Huiuiuiui. Sehr energisch daran gefahren. Nur mal hoffen, dass wir hier loskommen. Guck mal, hier ist ja schon der 1er BMW hier, ne? Ist auch kein schönes Auto. Nee. Nee. Bei. Hier haben wir noch einen kleinen Abschnitt. Hier vorne. Den haben wir noch nicht abgefahren. Nicht gerade. Aber ist jetzt auch ein Bild. Was warten wir jetzt? Was ist bei dem jetzt ein Problem? Warum fährt er nicht weiter? Nicht dein Ernst. Weil da vorne ein Auto gestanden hat. Oh, nee. Na gut, der will wenigstens abbiegen. Ist er jetzt auch wieder da? Ja, das ist natürlich ärgerlich. Aber was willst du machen? So ist es manchmal, ne? Erst zum Feierabend nach Hause, denkst du, ist ja gar nicht so viel Verkehr. Und jedes Mal wollen irgendwelche Leute abbiegen. Hast ja an den unmöglichsten Stellen geblinkt. So. Und hier, DAF-Händler, falls ihr nur in DAF braucht. Hier in Salzburg gibt es einen DAF-Händler. So, wir müssen die Straße weiterfahren. Oh. Gelände ja schon ziemlich still hier, ne? Ist ja gar nicht viel los. Oh, das hier? Ach komm. Übertreiben wir heute nicht, ne? Naja. Ah, oh, schön. Also ich fand den jetzt gar nicht mal so schlecht, so ein bisschen Standard gelassen, den LKW. Wirkt schön. Wir haben es geschafft. Nur leider verspätet. Ah ja, ist egal. Das ist nicht so schlimm. Ja, aber vielleicht sehen wir uns heute, aber spätestens morgen. Und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir uns die Tage dann definitiv wieder live sehen. Und ja, das wäre morgen und dann wieder am Mittwoch. Schreibt uns mal rein, was ihr davon haltet, dass wir Mittwoch vielleicht einen Livestream einen ganz normalen Singleplayer machen. Mit irgendeinem schönen Mod. Vielleicht gibt es ja was Schönes. Also, bis dahin mache ich erstmal den Fisch und sage, haut rein, macht's gut. Seid die Besten. Bye, bye.